Letzte Ehre für einen Revolutionshelden, der auf Kuba verehrt wird wie ein Heiliger. Ernesto Guevara de la Serna. Der Mann, den sie alle nur Che nennen, ist heute für seinen Kampfgefährten von einst, Fidel Castro, wichtiger denn je. Santa Clara am vergangenen Freitag. Die derzeit wohl populärsten Gebeine der Welt werden in einem eigens dafür geschaffenen Mausoleum beigesetzt. Höhepunkt der karibischen Che-Manie und Abschluss eines fast einwöchigen posthumen Triumphzuges quer durch die Zuckerinsel. Che kämpft und gewinnt heute mehr Schlachten als jemals zuvor. Danke, Che, für deine Geschichte, dein Leben und deine Rolle als Vorbild. El Che wurde wie kein anderer zum Idol einer rebellierenden Jugend. Vor fast genau 30 Jahren wurde er im bolivianischen Busch von Militärs exekutiert. Die Mörder selbst verliehen dem Mythos Guevara sein Gesicht. Der zottelige Revolutionär hatte sich im Tode in den Christus von Vallegrande verwandelt. In dem Andendorf wurden im Juli dieses Jahres seine sterblichen Überreste entdeckt. Viel geblieben ist nicht vom Körper des Mannes, der in Lateinamerika zwei, drei, viele Vietnams schaffen wollte. Die Knochen von Che und sechs seiner Kampfgenossen werden nach Kuba überführt, die Särge in Havanna aufgestellt. Der tote Che ist für mich wie der lebende Fidel. Ches Ideen wurden von Fidel übernommen. Und zum Glück ist er heute noch unter uns, um uns daran zu erinnern, dass Che noch lebt. Ende der 50er Jahre hatte sich Che Fidel Castro angeschlossen. Der Beginn eines Lebens für die Revolution. Am 4. Januar 1959 marschieren die Guerilleros, angeführt von Castro und Guevara, in Havanna ein. Nach zwei Jahren Kampf war Diktator Batista besiegt. Es ist unsere Vision, was durch den revolutionären Kampf erreicht werden kann. Die Hoffnung auf eine bessere Welt. Dafür lohnt es sich, sein Leben zu riskieren und sich zu opfern auf den Schlachtfeldern aller Kontinente. Guevaras letzter Triumphzug folgt den Spuren seines ersten in genau umgekehrter Richtung. Ein Konvoi mit Särgen fährt am vergangenen Dienstag von Havanna aus in Richtung Santa Clara. Auf der 300 Kilometer langen Strecke säumen Menschenketten die Straßen. Denn der Held von einst ist wieder Hoffnungsträger. Seine Ideale von der Schaffung eines neuen Menschen und einer besseren Welt sind in der maroden kubanischen Gesellschaft gefragter denn je. In einer Tabakfabrik wird Ches Abschiedsbrief an Castro verlesen. Worte, die heute wie Durchhalteparolen klingen. Vorwärts bis zum Sieg. Vaterland oder Tod. Ich umarme dich mit revolutionärem Feuer. Dein Che. Für die einen ist der gebürtige Argentinier Garant der Revolution, für andere wäre er heutzutage Kämpfer für mehr private Freiheit und Öffnung der Wirtschaft. Zeugnis einer desolaten Industrialisierungspolitik ist eine von Che Guevara gegründete Haushaltswarenfabrik namens Input in Santa Clara. Bei einem Monatsgehalt von umgerechnet 20 Mark kann sich niemand einen der hier hergestellten Kühlschränke oder Ventilatoren leisten. Und im Angesicht der stilecht gekleideten Geheimpolizei reden Arbeiter lieber über die Familie. Also ich habe meine Familie, die sehr lebhaft ist. Wir machen viel zusammen und erledigen gemeinsam die Hausarbeit. Fast 40 Jahre nach der kubanischen Revolution lebt es sich für die meisten, wie hier im Stadtteil José Martí in Santa Clara, mehr schlecht als recht. Der Plattenbau unter Palmen ist eher spärlich ausgefallen. Fabrikarbeiterin Julieski Díaz Camacho teilt sich ihre Zwei-Zimmer-Wohnung mit Eltern, Schwester, Ehemann und zwei Kindern. Nahrungsmittel kann sie nur mit Hilfe einer sogenannten Libreta bekommen. Diese Bezugsscheine ermöglichen den Erwerb von Lebensmitteln, falls vorhanden.
Wir haben hier keinen Gasanschluss. Und Gas in Flaschen kann man im Augenblick auch nicht kaufen. Wir müssen uns jetzt Brennholz oder Holzkohle besorgen. Aber auch die gibt es nicht immer. Dieser aktuelle Notstand wird im Karibik-Kommunismus auf Kuba als sogenannte Spezialperiode bezeichnet. Die allerdings wurde zum Dauerzustand. Die Auswirkungen zeigen sich auch im örtlichen Libretta-Laden. Wir befinden uns momentan in der sogenannten Spezialperiode. Daher ist die Ausgabe von Milch beschränkt. Nur Kinder bis zu 6 Jahren und 11 Monaten können Milch bekommen. In der Schule sind die Probleme des Alltags erst einmal fern. Und die Nähe zu Guevara ist groß. Unter dem Motto, wir wollen so sein wie Che, wird der Todestag des Revolutionärs gefeiert. Die Vergabe des blauen Halstuches ist das Schlusszeremoniell für die Aufnahme in die Gruppe der jungen Pioniere. Und die haben wie die Eltern in diesen Tagen nur ein Ziel. Für mich ist Che eine große Persönlichkeit. Ich verehre ihn sehr. Ich möchte sein wie er. Ankunft der Che-Gebeine in Santa Clara. Ziel und Höhepunkt der Knochentour. Hier hatte Che Guevara die entscheidende Schlacht gegen das letzte Aufgebot des Diktators Batista geschlagen und anschließend den Marsch auf Havanna begonnen. An solch einem historischen Ort blicken Veteranen gern einmal zurück und auch nach vorn. Wir leben jetzt seit 40 Jahren mit der Revolution und es geht uns gut dabei. Wir haben alles. Wir sind alle gleich. Hier gibt es keine Unterschiede. Es gibt niemanden, der mehr wert wäre als ein anderer. So hat Che Guevara 30 Jahre nach seinem Tod anscheinend mehr Charisma denn je. Er verkörpert die großen Ideale Gleichheit, Solidarität, individuelle und kollektive Befreiung. Selbst wenn er mit diesem Anspruch gescheitert ist. Auch auf Kuba.